kann der? Ausgeführt. Kann der irgendwas? Vielleicht kann der doch was, der Spion. Schwimmen, eine Flasche wirken. Ablenkung durch Verführung. Ablenkung durch Spion. Tastkürzel S. Wählen Sie diese Möglichkeit aus. Klicken Sie den Gegner, den Sie ablenken wollen, mit der linken Maustaste an. Sans Ablenken können Sie ihm Befehle erteilen, aber das geht natürlich nur, solange Sie eine gegnerische Uniform tragen. Naja, ich habe keine gegnerische Uniform, oder? Ja. Ich hätte mir eine nehmen können vorher. Ah, ich weiß schon wo. Okay, der Ja. Marine läuft jetzt mal darüber und holt jetzt die gegnerische Uniform. Ich weiß schon wo, da hinten habe ich einen erledigt, ne? Ja. Genau. Und so Bin weiter. unterwegs. Ich hole mich. Ah. Too easy. So, dahin bitte. Ich bin mit ihm geschwommen, weil er halt am schnellsten schwimmen kann. Ich glaube, ich muss mir dann eine Uniform anziehen mit dem Spion und dann halt herumlaufen, um Sachen zu tun, die so ein Spion halt so tut. Nein, ich habe den ins Wasser geschmissen, oder? Alles erledigt. Ist doch der Typ, den ich ins Wasser geschmissen. Das war Kinderkram. Nein, warum habe ich das gemacht? Ich glaube, ich kann mich so neu starten, oder? Das war Kinderkram. Ich hätte mir von dem die Uniform nehmen können. Was hätte ich dann gemacht? Ich hätte den abgelenkt. Wir stehen bereit, Sir. Hund? Ich höre. Befehle, Sir. Es gibt keine vernünftige Möglichkeit. Ich hätte wahrscheinlich mit dieser Uniform jetzt etwas anstellen können. Was passiert, wenn ich jetzt hier nach Norden gehe? Hier sind zwei Menschen. Ich hätte von Norden raus vielleicht auch kommen können. Wobei auch nicht so weit, nur bis hierhin, weil ich wäre hier nicht reingekommen beim Nordtor. Okay, also Norden wäre nicht gut gewesen. Sagen Alles wir, erledigt. diese Uniform wäre vielleicht gut gewesen. Ich kann, wenn ich jetzt hier schieße, gibt es Alarm. Dann ist das schwer. Also wenn ich jetzt schieße, ist Alarm. Wenn ich mit Marine irgendwo hingehe, der hat nichts, der kann nichts machen. Ich habe einen Hund. Ich habe einen Spion. Sie haben den richtigen Mann. Den Dieb meine ich. Unterwegs. Ich probiere mal etwas mit Dieb zu erreichen, aber Verstanden. ich kann ja da drunter. Okay. Kinderleicht. Sieht mich der? Nein. Gut, das haben wir. Ich könnte darauf klettern jetzt. Wir probieren das mal, ob ich darauf klettern kann. Nein, das ist nicht gut. Warum denn nicht? Wenn mich beide sehen. Ich kann auch nicht durch. Der Zaun ist auch noch elektrogesichert hier. Ach so, doch, ich kann schon durch. Ich kann zu diesem Elektrozaun, glaube ich. Und hier von hier aus abstellen. Bin schon da. Unterwegs.
Sehr gut. Ja. Oh, das war nicht der Elektrozaun. Gut, so macht man das Tor auf. Jetzt wissen wir sowieso mal Bescheid. Ich komme da nie wieder raus. Das Tor versperrt mir sogar den Zugang. Das ist ja noch schlechter. Wenn ich das Tor aufmache, ist der Spion drin. Was? Ich kann nicht mal hier rausschlagen oder so, oder? Lieber nicht, weil es nicht geht, ne? Ja. Wenn ich Tee mache, könnt ihr nur Zigarettenpackerl verteilen. Also ich kann das Tor öffnen und das Tor schließen. Wenn ich möchte. Kann aber nicht zum Tor selbst hin. Wo ist dieser Greenberry, wenn man ihn braucht? Der hat's Messer. Stehlen Sie ein Fahrzeug. Betreten Sie als Offizier verkleidet den Stützpunkt. Ja, würde ich ja gern machen. Warum zeigen die mir den da und den falschen, den da oben? Es gibt also oben ein Offizierskleidung und unten, oder was? Wollen Sie mir das sagen? Also diese braunen Mäntel sind Offiziersmäntel. Ja, wenn ich so eine NB habe, oder? Oder wie heißt das? Von dem da? Ich habe auch Natascha nicht mehr. Wo ist denn die Frau? Ich hätte gedacht, ich spiele mit Natascha auch noch. Ich höre. Befehle, Sir. Also ich muss mich auf jeden Fall zu dieser Offizierskleidung durcharbeiten und mir diesen Offizier und dem seine Kleidung nehmen. Dazu müsste ich jetzt irgendwie töten, ohne richtig laut zu sein. Na toll. Gut, dass der jetzt ausgeführt. Und das nicht sehen kann, welche Monster das ist. X? Nein, nicht X. Bin auf dem Weg. G. Ups. H, das war der Hund. Und was war jetzt? Ausgeführt. A ist das, okay. Ja. Ich werde ihn jetzt mit einer Spritze tot töten. Weil mir nichts Besseres einfällt. Dafür habe ich jetzt eine Kleidung. Der stirbt ja noch nicht mal. Was ist denn da los? Warum stirbt der nicht? Die Waffen. Granate, Messer, Pistole, Harpunengewehr. Kletter. Hakenfalle. Ja, aber... Der hat doch Bolzenschneider, Minen, Dietrich, Fernglas vom Gerät, Spike, Blanksender, Schweißgerät, Zigaretten, Betäubungsmittel. Schnell wirkendes und kräftiges Betäubungsmittel, aber ich habe das nicht. Ich habe irgendwas anderes. Wie nennt sich das, was der hat? Und warum funktioniert das nicht? Erste Hilfe, Bolzenschneider, Strickleiter, Dietrich, Tauchausrüstung, deutsche Uniform. Ist das eine Waffe? Gerade Studie, Präzisionsgewehr, Tretmine, Panzermine, Zeitbombe, Stolperdraht, Sprengfalle, Kletterhackenfalle, Reinigungsgranate, Molotov-Cocktail, Rauchgranate, Flammenwerfer, Harpunengewehr. Hier geht es ja zu wie bei die Worms mit den ganzen Waffen hier, aber keines von denen ist. Ist die Giftspritze. So, jetzt schauen wir mal, was dem das passiert, wenn ich ihm jetzt eine Giftspritze gebe und dann wieder weggehe. Sehr gut. Ja. Was war das denn? Der hat das überlebt, das ist gar keine Giftspritze.
Es ist keine Giftspritze. Es ist nicht mal eine Giftspritze. Was ist es dann? Wir warten auf Befehle. Dann los. Nicht mit mir. Okay, ich konnte den einfach erschießen. Auf geht's, Jungs. Man muss dazulernen hier mit dem Spiel. Das ist ein bisschen. Dann los. Sir. So, jetzt Herr Spion. Schalt den bitte an. Was haben wir hier? Kleidung. Und eine noch bessere Waffe. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, gut. Ich bin jetzt mal drin. Also zumindest weiter. Ich konnte den erschießen. Auf das muss man kommen. Normalerweise waren Schüsse immer recht viel lauter als... Jetzt bewegt er sich auch noch, der Typ. Sich doch vorher gar nicht bewegt, oder? Wie komme ich jetzt hier voran, ohne dass ich hier das halbe Lager am Buckel habe? Ich wette mit dir, ich muss Leute mit dem Hund ablenken, aber eigentlich will ich ja da rein. Ich will ja in dieses Zimmer da rein. Und ich muss eigentlich nur hier vorbei. Der hier ist der Einzige, der mich etwas mehr stört. So, jetzt stehen wir kurz auf. Ausgeführt. Spion. So. Was hast du für eine Kleidung mit? Wie zieht man die an? Uniform. Gut, das haben die mal gut gemacht. Ah ja. So, jetzt gehen wir einfach rein. Da dürfte mich nicht sehen, oder? Die erkennen mich nicht, glaube ich. Ja. Wir holen uns jetzt den Green Beret. Wo bin ich? Nochmal. So. Bin auf dem Weg. Na toll. Sind das Kommandeure hier? Ob ich da einfach einen Funkspruch abgeben kann? Ich speichere mal kurz. Ich vermute mal nicht, dass ich da einfach reingehen kann, aber... Okay. Speichern. Temporären Spielstand. So, und jetzt versuchen wir einfach hier einen Funkspruch abzugeben, damit der... Das ist mein Ding. Oh, ich glaube, da kommt er jetzt. Ihr habt euch ja wirklich Zeit gelassen. Wo soll ich landen? Ja, Zeit gelassen. Eigentlich habe ich ganz wenig gemacht in der Mission, aber... Das ist mein Ding. Mehr weiß ich nicht. Da diese Uniform jetzt zeitlich begrenzt ist. Jawohl, Sir. Gehe ich mal wieder weg. Ich bin mir nicht sicher, wie lange das das noch hält. Warum steht der immer so bei der Wand? Ich verstehe es nicht. Ja. Da. Also wenn man bei seiner Wand klickt, dann stellt er sich da so hin. Okay. Ah ja. So, jetzt habe ich den Green Beret auch noch. Sehr gut. Oder? Ich kann denn irgendwo landen, wo ich will. Oh, na toll. Speichere. Wo soll ich denn Green Beret landen? Ich habe keine Ahnung. Wo wäre gut? Da ich mir das aussuchen kann, soll ich das am besten irgendwie schlau wählen, oder? Da drin vielleicht? Dann da rausgehen, den töten. Könnte ich immer noch weiter versuchen, noch mehr zu töten? Wo soll ich landen? Ich sollte irgendwo landen, glaube ich, wo es schlau ist, damit ich sie dann von hinten töten kann. Ich kann auch versuchen, hinter dem Typen da zu landen. Ich lande einfach da bei meinen Truppen. Wow. So viel zum Thema irgendwo landen. Man kann nicht einfach irgendwo landen. So, wo landen wir? Also,
Das ist eine ziemlich sichtbare Zone hier, diese Landefläche. Das war gut, glaube ich. Ich bin bereit. Oh, da kommt er. Unser Meister. Der Erlöser. Aha. Aha. Duck dich mal. Es gibt so viel. Ah, nichts. Nicht schießen. Aha. Was war Messer? Ah, genau. Wichtig ist, dass ich jetzt mal diesen Obertruppenkommandeur hier erwische. Kann man noch die Bäume durch? Bin schon weg, Sir. Ja? Ja. Ja. Ja? So. Ah, er sieht mich. Dennoch wird das so ähnlich ablaufen müssen jetzt. Irgendwie so muss ich jetzt die Leute ablenken, damit ich jetzt hier hin kann. Aha. Also es scheint, als müsste ich bei diesen Bäumen vorbei. Aha. Du da? Die sagen nichts, wenn man sie auswählt. Das finde ich ein bisschen schade. Es wäre besser, sie würden was sagen. Ja. Wie bitte? Er ist immer noch die Nummer 1. Also wenn man 1, Tastenkürzel 1 ist, ja. Bin schon okay, besser. So. Und jetzt kann ich da runter. Und kann zu diesem Kommandeur hin. Aha. Na bitte, langsam fügt sich das. Ja, aber auf gewisse Dinge muss man erstmal kommen. Aha. Nichts. Ah. Ah. Komm schon, Mensch. Mhm. Ich war zu langsam. Kinderspiel. Das mit den Bäumen, wo ein Baumstamm aufhört und wo ein anderer anfängt, irgendwie, wo man vorbeigehen kann, das sieht man nicht so gut. Aha. Schneller. Gut. Wir haben einen Verlust. Ich bin zu langsam. Ich habe immer noch gespeichert. Ich glaube, ich muss hier hinten aufstehen und laufen. Aha. Schneller. Aha. Gut ist. Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay. So macht man das. Meine Sache. Jetzt gibt es hier die Offiziersuniform. Stellt sich die Frage, wer sie nimmt. Ne? Wahrscheinlich wäre es am besten, der Spion nimmt die Offiziersuniform. Ja. Und das gehe ich mir jetzt holen. Okay. So. Einverstanden, ja. Komm schon, du musst doch mit dem handeln können. So, gib ihm der. Wir, die tauschen mal die Uniformen hier. Warum kann er die nicht nehmen? 1 von 10, 10 von 10, 75, 100. Ich weiß nicht, was das ist. 75. Die passt ihm nicht, oder was? Kann sein. Verstanden. Naja, aber... Na gut, dann... Du da? Wer kann denn noch diese Uniformen haben? Ich gebe mal den anderen die Uniform. Okay, ich komme schon langsam besser rein da. Okay, du da. Handeln mit dem da. Ach, das ist, wenn ich sie anhab, glaube ich. Ah, ich bin auch so blöd. Ja. Doch, doch, das ist, wenn ich sie anhab. Ich muss sie erst ausziehen. So, geh nochmal hin erst.
Jawohl, Sir. Ich muss jetzt... Jawohl, Sir. Deutsch und Tint. Ein Österreichischen. Jawohl, Sir. So. Okay, warte, machen wir mal. Zieh dich aus. So. Du da. Mit dem da. Ja, genau. Das Sweater, das ich anhatte. Okay. Erledigt. Du da. So, jetzt habe ich die Offiziersuniform. Ja. Ich hätte auch ein Auto. Ich weiß nur nicht, was ich mit diesem Auto machen soll. Ich glaube, dass ich mit der Offiziersuniform überall hin kann. Und das ist natürlich viel besser. Wir testen das gleich mal. Ja. Ja, mit der kann ich überall hin. Gut. Gut, gut. Offiziersuniform ist sehr gut. So. Das bedeutet... Ich werde jetzt versuchen hier... Nein, nein. Platz zu machen. Wie? Wen soll ich als erstes töten? Okay. Ich glaube den da hinten. Nein, doch nicht. Ich kann den ja auch gar nicht töten mit dem da. Ich kann ihn nur zum Taumeln bringen mit dieser ja. Giftspritze oder so. Schaut den jemand an? Ja. Die bewachen sich ja alle so super. Also ich sage euch ehrlich, das Spiel ist nichts für Leute, die selten mal so ein Spiel spielen. Ist hier überhaupt nicht einfach gerade. Also wie komme ich da rein? Wie töte ich den da, oder? Den töte ich als erstes. Wobei der ist halt einer, der eigentlich total sinnfrei getötet werden würde. Ja. Dann noch. Erledigt. Er kommt jetzt als nächstes dran. Na klar. Achso, ich habe auch noch diesen Störsender. Aha. Gut. Gut. Stich dann ab. Nimm mit. Okay, wir tun den da hinten hin, wo ihn niemand sieht. In Sicherheit. Das war's. Was trägt er alles? Auch wieder nur Uniformen und Maschinengewehre. Nehmen wir das Maschinengewehr mit, vielleicht brauchen wir das noch. Kann er nie wissen. Gut, jetzt haben wir den mal abgelenkt. Jetzt versuchen wir... Kinderspiel. Wir stellen hier einen Radiosender auf. Ich möchte den da vorne töten. Das war's. Okay, die sehen mich hier nicht. Der mich auch nicht. Bis dahin kann ich gehen. Na klar. Ja. So, jetzt komme ich ihn dann ablenken. Ich kann ein bisschen durch ihre Sichtradien durch. Mach das wieder weg. Also ich kann jetzt da ein bisschen rein. Könnte den jetzt zum Beispiel ablenken. Wir testen das mal, ob das ein guter Plan ist oder nicht. Zu Befehl, Sir. Du da? Ja. Sieht er mich? Nein. Okay. Der Plan ist, ich lenke den mit dem Radiosender ab, damit jawohl, Sir. Der nicht herschaut. Ja. Den spreche ich nur an. Und du schaltest mal den Radiosender jetzt an. Gut. Sieht er den? Ja, aber ich glaube, es geht sich trotzdem was. Bin schon weg, Sir. Gut. Das hat ihn gesehen. Aber der Plan war nicht schlecht. Ich finde, der Plan war immer noch gut, meiner Meinung nach. Okay. Wo ist der Spion? Das ist mein Ding. Das funktioniert, glaube ich. So, wenn man da hin darf. Speichern. Was ist das für ein Geräusch? Aha.
Na klar. So, ich werde jetzt mal abstecken. Meine Sache. Funktioniert doch nicht ganz so gut. Was könnte ich sonst machen? Ich könnte jetzt reingehen hier, ne? Eigentlich reicht das, damit ich mit den Leuten rein kann. Wenn ich möchte. Weil, warte, wir probieren jetzt nochmal kurz was. Wenn ich jetzt mit dem Spion daher renne. Zu Ihren Diensten. Ne, der sieht mich ja super, ne? Könnte ich den Hund irgendwo hinstellen? Zu Ihren Diensten. Kann der pfeifen jetzt, wenn das da ist? Oder der? Ja. Hund? Ne, also man kann nur pfeifen, wenn der Hund tatsächlich auch hingehen kann. Also wenn der Hund gar nicht hinlaufen kann, dann kann man mit dem Hund eh nichts machen. Mal sehen, was das bringt, ob der Hund jetzt, wenn er jetzt dran ist. Wie lange lenkt der Hund ab? Relativ lang. Okay. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. So, pass auf. War das so? Gut. 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 Wie bitte? Wie weit sieht der? Na klar. Soweit nicht, okay. Was ist das für ein Geräusch? Wie bitte? Meine Sache. So. Voll professionell hier. So, jetzt nehmen wir den, tragen den dahin. Ich sagte, wir nehmen den. Nein, es reicht da unten. Muss nicht da oben rauf tragen. Gut. Ist erledigt. Okay. Gut. Überlass das mir. Nur den Schuss rausnehmen. Achso, man kann mehrere Uniformen haben, dann nehmen wir uns noch ein paar. Okay. Gut. Ich glaube, wir kommen gut voran. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Marine mitnehme hierhin. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal da, wo er ist, weil ich habe keine Ahnung, wozu ich den jetzt hier bräuchte. Bin unterwegs. Vielleicht ist der echt fürs Wasser mehr gedacht. Aber, wie ihr seht, ich arbeite mich daran. Hat jetzt eine gute Stunde gedauert, aber... Ja? Geh mal weg. Kinderspiel. Was hat er noch? Und Munition. Und Kleidung. Gut. In dem Fall hat mir sogar der Hund jetzt geholfen. Bin auf dem Weg. So. Wir wollen schauen, dass ich jetzt den Eingang hier... Jawohl, Sir. ...schaffe. Irgendwie. So. Ah ja. Er sieht mich alle. Andere Leute, okay, kein Problem. So, schaffe ich es darauf zu gehen und den zu töten, ohne dass mich jemand sieht? Ja. Kann einfach raufgehen, glaube ich, und den töten. Ja. Bin gut. Schon weg, Sir. Geh mal rauf. Sehr gut. Erledigt. Ah, eine coole Waffe. Die geben wir vielleicht dem da. Okay. Geh mal drauf aufs Dach. Mhm.
Erledigt. Hol dir mal die Waffe von dem. Und auch mal eine Kleidung. Kann man doch schauen eigentlich mit dem Fernrohr? Ja, kann man. Dienstgrad, Leutnant, Pistole, verlässt Position. Ja, okay. Man kann aber mit dem Fernglas schauen, was die denn alles vorhaben werden. So, ich würde sagen, wir versuchen den mal zu töten. Das geht nicht. Verlässt Position? Ja. Wofür verlässt er Position, ist die Frage. Zu Ihren Diensten. Wir haben einen Verlust! Okay, warum hat er den gesehen? Ich bin bereit. Den hat er gesehen. Probieren wir es nochmal. Wir haben einen Kameraden erwischt. Wieso konnte er den sehen? Ja! Da oben am Dach bin ich nicht sicher. Ich bin bereit. Schnapp den mal. Kannst du ihn runterschmeißen? Na toll. Ich kann die... Ist erledigt. Ich muss den jetzt töten, ohne dass es jemandem auffällt. Ich kann mit dem Spion jetzt nicht mehr weg, weil der jetzt sieht, dass da oben einer gestorben ist. Ah, warte. Nein, so. Damit das niemandem auffällt, mache ich das Tor zu. In der Zeit. So. Schon sowieso in die falsche Richtung. Aha. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht falsch. Na klar. Aha. Wie bitte? Das war ja gar nicht so schlecht. Ich bin bereit. Komm mal da runter. Und du, da machst mir das Tor zu, das war schon gut. Wie bitte? Aha. Und zwar töten wir den jetzt. Meine Sache. Na klar. Aha. Ich glaube, das funktioniert so. Wow. Nein, er sieht mich da hinten. Wo könnte ich denn lauern auf ihn? Warte. Ich glaube. Jetzt habe ich mich sogar bei der Mauer versteckt. Bin schon weg, Sir. Warum? Wer hat jetzt hier Alarm gemacht? Er selbst, ich war zu langsam, glaube ich. Nochmal. Ich glaube, sobald, solange sie den Mord nicht mitkriegen. Das ist mein Auftrag. Meine Sache. Ja, das hat funktioniert. Noch jemand da denn? Nein, das war super. Drei Leute erwischt. So, du machst mal hier das Tor wieder auf. Ich bin bereit. In der Zeit. Dann Green Beret kommt und entledigt sich noch dem letzten. Aha. Wir speichern immer Quicksave.
Na klar. Na bitte. Alle erledigt. Wir hören. Da runter? Das ist es. So, wir sind in die Basis reingekommen. Okay. Betreten Sie den Stützpunkt. Das machen wir doch. Ich glaube, wenn ich da einmal reinsteige, sagt er gleich. Ja. Schon geschafft. Ja, betreten Sie den Offizier verkleidet. Als Offizier verkleidet den Stützpunkt. Das habe ich auch geschafft. Gut, jetzt muss ich nochmal weitermachen. Jetzt aktivieren Sie die Unterwassermine, finden Sie die Gefängnisschlüssel und so weiter und so weiter. Okay. Schauen wir, ob der was hatte. Vielleicht eine bessere Dienstkleidung hier. Der war Leutnant. Nehmen wir eine Leutnantskleidung mit, vielleicht ist die besser. Erledigt. Wie bitte? Ich könnte auch da reingehen und einen auf wild machen, aber ich glaube, das muss ich nicht, oder? Einverstanden. Wir alle? Ja, du auch. Ah ja. So, an der Stelle werde ich jetzt speichern hier und eine kleine Pause machen, weil es spät ist, aber ich bin schon durch jetzt hier eine Zeit lang. Öffne Sie das Hangartor. Ja, ja, da werden wir jetzt überall hingehen. Da, ne? Wo müssen wir als nächstes hin? Wir schauen nochmal zuerst, was noch zu tun ist. Fliehen Sie mit dem U-Boot, ja. Finden Sie den Gefängnisschlüssel. Wo war der? Also als nächstes muss ich den Gefängnisschlüssel suchen. Der ist da auf dem Dach drauf. Und deaktivieren Sie den Unterwasserminen. Von wo aus? Ich würde sie ja gerne deaktivieren. Aber mit was? Kann der Marine sie deaktivieren, oder was? Alles erledigt. Wie denn? Ah. Mach mal. So macht man das. Okay, dann machen wir das noch. Gibt das eh keinen Alarm, wenn ich das jetzt mache? Sehr gut. Dann wissen wir auch, wozu die Marine hier eigentlich gut ist. Wir deaktivieren alle Unterwasserminen. Hey, du da. Marine. Eine haben wir noch. Gut, dann haben wir auch das gemacht hier. Was ist das da unten? Okay. Tauchen wieder auf. Die schwimmen einfach davon, die Minen. Das war Kinderkram. So, habe ich das alles gemacht? Ja, finden Sie den Gefängnisschlüssel. Gut. Also ich langsam aber sicher komme ich den Missionshinweisen immer mehr nach. Und den Missionszielen. Hier sind auch nur einzelne Leute, die werde ich jetzt dann relativ, hoffentlich relativ einfach töten können. Da drin ist, glaube ich, was, oder? So ein Bahnhof hier. Ach, das ist ein Bahnhof. Da kommen die fahren mit dem Zug da rein, ich verstehe schon. Das heißt ein Bahnhof und da laden die Sachen rüber in den Hangar. Ich sehe klar, Bauteile und so. Okay, gut. Soweit, so gut für heute. Wir können hier direkt drüber speichern. Also man muss echt ein bisschen schießen auch bei dem Spiel. Schießen ist jetzt nicht mehr nur... Habe ich richtig gespeichert? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Ah, jetzt hat er mich gefragt. Okay, jetzt war das gut. So. Schießen ist halt jetzt nicht mehr nur...
Ja, ist halt nicht mehr nur irgendwie so die Brechstange-Variante, sondern man muss teilweise, also man muss echt, wenn es nicht weitergeht, musst du ihn erschießen oder so, ne? Und dann musst du schauen, dass sich deiner nicht hören. Und also es ist tricky, tricky. Und das war jetzt echt eine gewisse Reihenfolge, die man hat spielen müssen, sonst wäre man nicht weitergekommen hier. Ja, schwierig. Also ich finde es nicht so einfach aktuell. Weiß nicht, vielleicht muss man auch für das Spiel ein bisschen ein Gefühl bekommen, aber eigentlich ist es gar nicht so einfach. So, jetzt schauen wir weiter in der nächsten Mission, also in derselben Mission, im nächsten Video, wie wir da jetzt weiterkommen durchs Lager. Ich vermute mal, dass ich jetzt mit dem Spion und mit dem Green Beret zusammen recht viel arbeiten muss und dann sollte das, glaube ich, ganz gut klappen. So, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen für diese Folge. Ich hoffe, in der nächsten Folge schaffe ich es dann auch diese Mission. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Commandos 2. Lasst mir ein Abo da, wenn euch das gefällt. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Wingman.